Ich begrüße euch zurück hier bei Dark Souls in Anor, Londo. Ja, was für eine Begrüßung. Oh Mann, Leute. Ein großer, großer Weg steht uns bevor, nämlich der Weg in Richtung des Palastes von unserem guten Gwyn. Ah ja, das wird was. Das wird was. Das wird was, das könnt ihr mir glauben. Wir haben aktuell 7 Flakons, das ist gar nicht so übel. Es könnte vielleicht sogar funktionieren. Und wir haben ja durch den Hebel hier diesen Aufzug oder diesen Lift, sage ich mal, nach unten geschoben und können deshalb jetzt hier geradeaus weitergehen. Das werden wir auch. Hoffentlich ohne aufgehalten zu werden. Denn glaubt mir, wartet schon der ein oder andere starke Gegner auf uns. Seht ihr zum Beispiel die Viecher da oben? Können wir die treffen? Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich. Das ist ja sehr interessant. Es kommt sogar. Da hatte ich aber ein bisschen Glück. Da war aber ein bisschen Glück mit dem Spiel. Und schön, dass sie durch unser Schild durchkommen. Das ist nicht gut. Okay, er kommt alleine. Ja, hier haben wir zum ersten Mal diese großen, großen Steinwächter. Nee, nee, komm nur her. Boah. Oh Mann. Oh Mann. Ja, die dürfen hier oben nicht weggehen. Oh wei. Also beide auf einmal ist ein riesiges Problem. Dieser Rückwärtsgangmodus gefällt mir. Und für 1500 Seelen sind die gar nicht so stark. Wichtig ist bei denen wirklich nur die Ausdauer. Oh oh. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Komm. So. Ja, ja. Da kommen wir später hin. Hier kommen wir später hin. Von der anderen Seite, wie ihr seht. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. So. Da hinten ist übrigens das Leuchtfeuer. Wir sind schon gut hier durchgekommen. Boah, das war knapp.
So können wir die schon mal ganz gut beseitigen. Das ist echt klasse. Okay. Mistvieh. Oh Mann. Ah, ihr seht, der ganze Palast ist eine riesige Anlage. Oh wei. Tut mir leid, Leute, wenn ich etwas passiv kommentiere, aber ihr könnt euch vorstellen, wie mitreißend und spannend das Ganze hier auch für mich ist. Anor Londo, wie ihr sehen könnt. Ah, ich liebe es. Und über auch die Statuen hier. Es ist einfach so atmosphärisch. Oh Mann. Noch einer. Tschö. Selbstmordkandidat. Okay, ich glaube, den treffen wir trotzdem, oder? Das müsste treffen. Wie reagiert er jetzt? Kommt er hier hoch? Sieht nicht so aus. Der andere ist schon mal zu Tode gestürzt. Ja, genau deshalb solltet ihr immer Pfeile dabei haben. Es kann unglaublich nützlich sein. Naja, ja, ja, mein lieber Flattermann. Der Bogen ist aber auch nicht mehr das Gelbe vom Ei. So, 15.000 Seelen. Ja, 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 ich sehe uns schon sterben. Naja, gut. Hoffe mal, dass es nicht so ist. Gleich kommt nämlich eine ganz, ganz miese Stelle. Da ist er ja schon. Ah, das Clipping. Ihr seht da oben, das sind Schwarzritter. Kann man den nicht treffen?
Problem ist, dass das zwei Stück sind. Eine richtig gemeine Stelle. Ich glaube vor allen Dingen nicht, dass wir viel Schaden machen. Die hat nämlich so Riesenbögen mit Riesenpfeilen, ihr seht das ja. Ein Riesenspaß könnt ihr euch vorstellen. Probieren wir es mal. Ja. Ja. Ich könnte heulen vor Glück. Wir haben es geschafft. Ho, ho, ho. Oh Mann, es dürfen nur nicht runterfallen, Leute. Es tut mir leid, wenn ich gerade nicht viel rede, aber seht euch an. Seht euch diese Atmosphäre an. Spürt die Schwierigkeit dieser Stelle. Und glaubt mir, ihr könnt verstehen, warum ich nicht viel reden will. Momentan möchte ich einfach nur überleben. Einfach nur überleben. Boah, wir haben die beiden Ritter da beseitigt. Super. Und ihr glaubt nicht, was wir geschafft haben, Leute. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Wir haben das Leuchtfeuer erreicht. Hallo, mein Freund. Den kennt ihr noch, oder? Vom Bezirk der Untoten. Ah. Erstmal Pause machen, oder? Oh Mann, ein Aufstieg wartet auf uns. Wir erhöhen mal die Kondition. Oh Mann. Na, mein Freund. Oh, there you are. You've been quiet these days. Smooth summoning out there. Anytime you see my brilliantly shining signature, do not hesitate to call upon me. You've left me with quite an impression. I would relish a chance to assist you. Ja, glaub mir, darauf, auf dieses Angebot greife ich zurück. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better, I'd think you had feelings for me. Oh no, dear me, pretend you didn't hear that. Bitte was? Okay, nee, so dann doch nicht, mein Freund. You really are fond of chatting with me, aren't you? If I didn't know better. Oh no. Na gut, sympathisch ist er mir ja, meine Güte. Muss ja nicht direkt in die intime Schiene gehen. Okay, es geht weiter. Ja, hallo. Direkt eine sehr nette Begrüßung. Auch von meiner Seite aus natürlich. So, Sonnenlichtmedaille 3. Auch nicht schlecht. Meine Güte, wir haben es geschafft, Leute. Oh Mann, ich habe schon gezweifelt, wisst ihr das? Schöner Rücken.
Ja, diese Ritter. Anor Londo, wie gesagt, die große Residenz von Lord Gwyn. Lord of Cinder. Ich mag den Titel Lord of Cinder. Hört sich klasse an, wenn ihr mich fragt. So, das war's hier unten schon. Jetzt bin ich wieder übermotiviert, weil es so gut funktioniert. Dass wir da direkt durchkommen, meine Güte. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Hehe. So. Ich bleib mal übermotiviert. Hallo? Traue aber keiner Kiste. Ich könnte schwören, einen Ritter gehört zu haben. Silbermünzen. Diese verdammten Kisten. Von irgendwo kommt jemand. Die sind so gemein, die Dinger. Zwei Stück sogar. Eine Goldmünze. Dadurch geht es mir auch nicht besser. Und die schwarzen Ritter sind auch gar kein Problem mehr, wenn ich in den Rücken schlage. Schöne Drachenköpfe. Hallo? Na? Oh. Schon heftig, oder? Wir schlagen sie ineinander mit eigenen Waffen. Ach Gott, wie so ein Blitzdämon. Na, klasse. Na, klasse, na, klasse. Eine Heldenseele. Dadurch geht's mir auch nicht besser. Ein bisschen vielleicht. So. Schick. Also wenn das der Trophäensaal von Lord Gwyn ist, dann haben wir hier einen Drachenjäger. So. Dann geht es hier noch weiter. Schicke Gemälde. Auch hier nochmal der Detailgrad. Echt verrückt, oder? Hilfe? Die hübsche Dame werden wir hoffentlich kennenlernen. Vielleicht sogar ohne Tod bis da. Das wäre der Wahnsinn. Na komm, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ah, ich muss nur auf die Ausdauer aufpassen. Immer schön das Schild runternehmen. Blöder Stuhl. So. 470. Ich glaube, das ist recht viel. Nichts versteckt, schade. Ja, ich muss mich jetzt hier ein bisschen orientieren.
Meine einzige Sorge ist momentan, dass der zweite kommt. Das war aber jetzt nicht sehr mutig. So, das hast du davon. Drachentöterpfeil. Klingt super. Und ich könnte schwören, ich habe gerade jemanden laufen gehört. Jetzt mache ich alles sehr, sehr nervös hier, Leute. Ich bin so aufgeregt, um ehrlich zu sein. Das ist... Naja. Es ist halt Dark Souls, was soll man sonst sagen? Na? Ach, wie gemein. So, das hast du davon. Und du machst das ganze gemeine Spiel noch mit, ja? Du hast mir ja Ehre, Freund. Boah, der Pfeil hat aber gesessen. Chance vertan. Es sind gar nicht wirklich schwarze Ritter, oder? Ich weiß gar nicht. Noch einer. Drei Stück. So. Drei Stück. Dämonentitanit. Ja gut. Deshalb drei. Und das ist die Tür, die sich nur von der Seite öffnen lässt. Na komm. Ja. So. Und tschüss. Nur ein Balkon? 19.000 Seelen haben wir. Das ist verdammt viel. Jetzt sind wir wieder hier. Dann gehen wir mal kurz zurück aufs Dach. Oh Mann. Wir haben jetzt 4 Flakons. Das ist nicht viel. Das ist gar nicht viel. Ich hätte gerne 6 mehr. Aber von der Stärke her, wie gesagt, die Gegner mit dem starken Rücken, gar kein Problem. Jetzt gehen wir die Treppe runter, die in der Mitte. Diese Wendeltreppe. Das war der gute Blitz. Der Mon, ihr habt's gesehen, ich bin mir direkt weitergelaufen. Ja, ich bin echt angespannt. Ah, nur einer bitte. Du findest den Weg. Thank you.
Na komm. Der Schildschlag ist böse, ansonsten ist alles in Ordnung. Zwei Kisten. Jetzt bin ich aber gespannt. Hat er gut gemacht. Ja gut, bevor wir zum Endgegner gehen, beziehungsweise zum nächsten großen Gegner gehen, müssen wir auf jeden Fall nochmal entfachen. Also mit zwei Flakons wird das nichts. Schade. So. Ja, es erfordert dann doch ein bisschen Fingerspitzengefühl. So einfach ist es nicht. Die ist echt. Silberritter Helm und Rüstung. Die ist auch echt. Silberritter Stulpen und Beinschienen. Okay. Die Silberritterrüstung ist wunderschön. Den Blitzdämon schaffe ich nicht. Das hier ist übrigens der große finale Saal in Richtung des Gegners. Und da können wir Hilfe beschwören, so wie ich das sehe. Oh Mann. Aber wie gesagt, so macht es keinen Sinn. So nischt. Alles klappt so gut und dann sterbe ich an so einer blöden Stelle, ja? Oh Mann. Darf doch nicht wahr sein. Und die Abkürzung habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Oh wei, oh wei. Mann, das musste ja passieren. Ich muss oben aufs Dach. So. Ja, ich könnte mich jetzt ein bisschen aufregen.
Dafür hat das gut funktioniert. Na komm, Schlag. Oh, oh. Der Tritt musste sein, ne? Uah. So. Mann. So, ich würde mir jetzt gerne einmal meine Seelen zurückholen, aufsteigen und dann, ja. Ja, Mann. Mann, Mann, Mann. Blöde, blöde, blöde. Ja, ja. Kommt man da nicht runter? Okay, dann müssen wir mal ganz kurz weiter gucken. Runter wäre der gefühlte sichere Tod. Hier runter wäre der gefühlte sichere Tod. Oh wei. Während das hier auf jeden Fall eine Abkürzung ist. Vorsichtig. Boah. Mein Herr. Drachentöter Großbogen. Als könnten wir den benutzen. Die Sache ist jetzt die, ne? Die Gegner sind böse.
Hui. Na gut, kommentarloser Moment wegen Konzentration. Hier haben wir ein Speed, wie ihr sehen könnt. Einen zweiten Speed, einen Riesenspeed, mit dem reden wir gleich. Ich überlege gerade. Kommen wir von hier aus irgendwie wieder zurück oder müssen wir jetzt nochmal überall langlaufen? Das wäre sehr ärgerlich. Da hätten wir lieber erst... Ah, es sieht gut aus. Ja, gut. Gut, gut, dann haben wir hier eine richtig gemütliche Abkürzung geschaffen. Boah, wenn ich jetzt im Kopf überlege, haben wir eine richtig gute Abkürzung geschaffen. Super. Machen wir gleich, machen wir gleich, machen wir gleich. Erstmal zum Schmied. Oh, ist das alles stressig. Oh, wei, wei. Hallo. Ja, gerne, aber du bist also ein Schmied, ja? Tis no good, but forge, very good. I know any time. Das ist sehr nett von dir. Drachensteine, ja. Nee. Nee, nee, Funkeltitanit, ja, super. Heißt, hier können wir erstmal nichts weitermachen. Könnten den Langbogen nochmal verbessern. Okay, Ausrüstung reparieren. Oh ja. Wir reparieren einfach mal alles durch, würde ich sagen. Ihr könnt gleich auch gerne mal die Silberrüstung ansehen. Die haben wir auch gefunden. Hast du kleine Scherben? Ja. Wir kaufen mal 7. Verstärkt mal den Bogen auf 5. Langbogen plus 5 ist es jetzt. Oh Mann. Na gut. Reden willst du nicht, oder? Nee, willst du nicht. Na gut. Waffe verstärken, Rüstung verstärken. Funkelt Dieter nicht, war ja klar. Was hast du denn sonst noch zu verkaufen, frage ich mich. Funkelt Dieter nicht. Riesenrüstung. Wiegen nur verdammt viel. Die Rüstung der Riesenwächter von Anor Londo. Sie wurde aus altem Blech gefertigt und schützt auch gegen nicht physische Angriffe. Wegen ihrer gewaltigen Ausmaße ist sie für Menschen jedoch außerordentlich schwer. Daher behindert sie die Ausdauerregeneration. Ganz kurz. 2 Funkeltitanit. Ich mach das jetzt, wisst ihr das? Alle Seelen weg. Das war's mit dem Aufstieg. Aber dafür macht das Schwert jetzt noch mehr Schaden. Ja, ich komme bald wieder. Keine Sorge. Ja, bringt mich um, Leute. Aber das habe ich jetzt einfach mal gemacht. So, ganz kurz. Die Silberrüstung. Beziehungsweise die Rüstung, die wir gefunden haben. Silberritterhelm. Als Fürst Gewinn auszog, die Flamme zu binden, spalten sich seine Ritter in 2 Gruppen. Die Silberritter verblieben im Dienste ihrer Göttin in der vergessenen Hauptstadt. Oh, die schwarzen Ritter sind das Gegenstück. Wie viel wiegt der Helm, frage ich mich. 4,8. Von den Werten her allgemein nicht so gut. Oh, die Rolle ist aber okay. Ziehen wir die mal an, oder? Sieht ja schon schick aus. Problem ist momentan nur, dass der im Weg ist.
Ja. Was soll ich jetzt machen? Unser Weg wird blockiert. Ein sympathischer Schmied, oder? Ich hoffe, dass mit dem Funkeltitanit das keine Verschwendung war. Boah. Ich will hier nur raus, mein Freund. Vielleicht soll ich einfach mal weglaufen und wiederkommen. Vielleicht steht er dann wieder. Der ist so süß, der Riese, oder? Reden wir nochmal. Ja, schmieden kannst du, ich weiß. Funkelt dir dann die Drachenstein? Umwandeln, das verstehe ich noch nicht ganz. Blitzspeer. Wird zu Speer plus 10. Tschö. Oh. So. Ja, wie sieht der Plan aus? Wir laufen jetzt komplett zurück. Und können dann von hier aus komplett durchlaufen bis oben in die Halle. Das ist die Abkürzung, die ich jetzt gesehen oder eher gesagt entdeckt habe. Dann müssen wir zwar von dem Leuchtfeuer da oben starten, aber das ist ja letztlich vollkommen egal. Das ist kürzer als jedes Mal von unten die ganzen Ritter zu besiegen. Das heißt, wir entfachen hinten das Leuchtfeuer, oder eher gesagt, wir entfachen unsere Seele. Und können dann einmal komplett durchlaufen. Haben 10 Flakons, wenn wir in der Halle ankommen, in der großen Halle. Und dann sollten wir eigentlich gute Chancen haben. Theoretisch. Ich mag die Rüstung. Sieht schick aus, oder? Passen wir natürlich jetzt nur das richtige Schwert dazu. Ein Silberritterschwert. Aber ich glaube, dann übertreibe ich's. Aber wir haben gute Fortschritte gemacht. Es wird und wird und wird. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal gibt es einmal den Weg zurück. Das ist ein kleines Stückchen zum Laufen, aber auch das sollte funktionieren. Ich habe einfach zu wenig Ausdauer. Auf lange Sicht gesehen ist das zu wenig Ausdauer. Eins. Zwei. Bodenlose Kiste. Wir können ganz schnell ein paar Sachen einlagern. Das kann weg. Das Schwert kann auch erstmal weg. Schlangenschwert. Falchion. Gemäldehüterschwert. Ganz kurz. Geschwungene Schwert der Anor Londo Gemäldewachen mit einzigartiger Schärfe und flacher Spitze. Die Wachen, die jeden Niederschlagen, der sich dem Gemälde nähert, greifen unablässig mit kreisenden Tanzbewegungen an. Naja, nicht so wirklich, wenn ihr mich fragt. Kettenbrecher, Streitaxt, Gargoyle-Axt, Großaxt, die Speere. Den behalten wir. Den Großbogen packen wir auch erstmal weg. Die Armbrust auch. Bannzinnbeschleuniger. Pyromantieflamme kann auch erstmal weg. Zielschild, Holzschild, Dreieckschild, Höhlenschild, Ritterschild, Graswappenschild, Gargoyle-Schild. Adlerschild, Steingroßschild. So. Doch hier können wir massig wegpacken. Wir packen einfach mal alles weg und bleiben nur auf der Silberrüstung erstmal. Blutbefleckter Rock. So.
Jo. Was sagt das Limit? 40,8, ja. Ist okay. Dann einmal bitte, Ausführung umkehren, ja. Sehr schön. Und einmal bitte entfachen. Achso, wir haben schon 10. Na gut, da habe ich eine Menschlichkeit jetzt indirekt verschwendet. Na gut, da würde ich sagen, Leute, beim nächsten Mal geht's zurück in die große Halle. Das wird ein Spaß hier in Anor Londo. Ich glaube, dann kriegen wir es erstmal richtig auf die Mütze. Aber wir werden gemeinsam sehen. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Dark Souls.